Hallo liebe Gartenfreunde, ich habe jetzt wieder mal neueste Erkenntnisse, ja, kann man so nicht sagen, Erfahrungen, auf jeden Fall, ich habe Erfahrungen gemacht mit den, mit diesen weißen Fliegen, die im Sommer so viel am Grünkohl dran sind, oder an Kohlpflanzen, Kohlrabi-Pflanzen. Diese weiße Fliege heißt ja nun genau gesagt Kohlmottenschildlaus. Ich habe darüber auch schon was geschrieben und hatte in der Vergangenheit immer versucht, diese Viecher zu bekämpfen. Ne? Zum Beispiel mit so einem Tabakabsud oder so. Nur habe ich aber bemerkt, dass diese Läuse in der Hauptsache in den Sommermonaten, in den warmen Sommermonaten auftreten. Ab Mitte Mai, würde ich sagen, bis Mitte August. Und ja, wie gesagt, weil eigentlich das die Zeit auch ist, wo man im Garten mehr diese mediterranen Gemüse hat, ne? Tomaten, Zucchini, gut, im Mai vielleicht noch nicht gleich. Nee, und ich bin jetzt einfach dazu übergegangen, dass ich den Kohl, also vor allem den Grünkohl, sagen wir, ne? Brokkoli und diese Sachen, dass ich die vorzugsweise in den Herbstanbau reingenommen habe oder die im zeitlichen Frühjahr. Ernte und über den Sommer ist im Prinzip da nichts im Kohl mit in meinem Garten. Ne? Ich ziehe höchstens die Jungpflanzen ran. Seltsamerweise gehen diese Läuse an diese frisch gesäten Jungpflanzen vom Grünkohl nicht ran oder kaum ran. Ne? Man sieht ja den Grünkohl im Juni, spätestens Mitte Juli und kann den dann, wenn man zum Beispiel die Frühkartoffeln abgeerntet hat im Juli, kommt das quasi dann als zweite Bestellung auf den Acker. Ne? Und ja, wie gesagt, und die Jungpflanzen sind relativ schwach befallen. Ne? Und ja, wie gesagt, und jetzt im August lässt das halt auch noch mit diesen weißen Fliegen. Ne? Ja, ich habe so einen kurzen Gartenrundgang gemacht. Schauen wir uns jetzt an. Ja, machen wir das. Ne? Ja, wir haben jetzt den 24. August. Ja, in 4 Monaten ist Weihnachten. Nee, was ich aber sagen will, auch der Grünkohl hier, der wenige, den ich hier im Sommer im Garten stehen habe, der war auch seit Mai, Juni war der befallen von diesen weißen Fliegen, von diesen sogenannten weißen Fliegen. Und ja, jetzt im August hat es auch schlagartig nachgelassen. Ne? Ich hatte allerdings diesen Grünkohl, den hatte ich da im Sommer auch ein paar Mal zurückgeschnitten. Also die Blätter hatte ich hier den Karnickeln verfüttert. Naja, und jetzt, wenn man sich's anschaut, jetzt zum Spätsommer, Herbst, sind diese Viecher raus. Ja. Ich bin dazu jetzt aber übergegangen, dass ich diese Kohlarten, ja, das ist ja vor allem Grünkohl, Brokkoli und solche Sachen, Romanesco, die baue ich vorzugsweise also in der zweiten Jahreshälfte an. Ne? Die werden dann im Juli, werden die vorgezogenen Pflanzen gepflanzt. Und ja, und im Herbst, wie gesagt, zum Herbst zu verschwinden dann diese Läuse eigentlich. Ja. Und ich sage mir mittlerweile, es ist auch so im Juni, Juli, ja, Anfang August, ja, da gibt es ja genügend andere Gemüsearten, die man im Garten eben ernten kann. Ich würde mal sagen, da braucht es nicht unbedingt Grünkohl. Ne? Ja. Also ich hatte gesagt, im Herbst, ne, baue ich vor allem Brokkoli an und so eine Sachen. Hier, ne, der ist jetzt im Juli gepflanzt, ne, und jetzt 4 Wochen später sind das schon stattliche Pflanzen, ne. Da hinten ist auch eine Ecke. Und ich weiß es aber nicht hundertprozentig, was das ist. Entweder Romanesco oder Brokkoli.
oder irgendwie so eine wilde Brokkoliart. Also die werden jetzt im Herbst dann erntereif, ne? Man hat dann übrigens auch, also wer ein bisschen Kleintiere hat, der hat dann auch im Herbst noch Blätter zu ernten, ne? Ja, hier stehen übrigens diese Riesenkohlrabi, die Herbstkohlrabi, die stehen zum Teil zwischen dem Staudensellerie. Sollte eigentlich eine gute Mischkultur sein, aber ich sehe schon, also richtig gut ist es auch nicht. Ich werde die im nächsten Jahr dann doch wieder trennen, wie hier vorne. Na, da habe ich jetzt Staudensellerie gepflanzt nach der Frühkartoffelernte. Der kommt bei mir besser wie dieser Knollensellerie und den lasse ich im Winter auch stehen, den decke ich da leicht ab. Und dann kann man diesen Staudensellerie, Moment hier, den kann man, oder Stangensellerie sagt man, ne? Den kann man dann, wenn der Winter einigermaßen mild ist, kann man den sogar im Winter ernten. Übrigens, die überwinterten Pflanzen, die stehen da hinten, da können wir gleich nochmal hingehen. Die müssten jetzt Samen gebildet haben. Ne? Ja, es wird höchste Zeit, den muss ich heute noch ernten hier. Ja. Das ist so ganz feiner Samen. Der sieht fast genauso aus wie der Samen von der Petersilie. Kann man auch ganz leicht damit verwechseln. Sollte man, gut, wenn man geerntet hat, sollte man den halt dann auch gut kennzeichnen. Ne? Ja. Also den Samen ziehe ich mir selber. Und ja, jetzt bin ich wieder abgekommen vom Kohl, ne? Ich wollte eigentlich sagen, dass die Kohlzeit im Garten, ja, das sollte der Herbst sein und das Frühjahr. Ja, auf das Frühjahr will ich nochmal zurückkommen. Und zwar ist es da, also gerade der Grünkohl, der lohnt sich, dass man den jetzt im August, jetzt wäre sogar noch Zeit, welchen zu säen. Also günstiger ist es eigentlich, man säht ihn schon im Juli. Ja, na, dann hat man hier, das sind zum Beispiel junge Grünkohlpflanzen. Moment. Da. Ja, die sind jetzt vielleicht so 8 bis 10 cm hoch, Ende August. Ich hoffe, die legen jetzt noch richtig zu. Wie gesagt, und den Grünkohl kann man ja überwintern lassen. Und dann kann man im Frühjahr die jungen Blätter ernten, beziehungsweise diese Triebe, ne? die treiben dann eigentlich ähnlich wie Brokkoli, so eine Blüten. Und das ist eigentlich so das schmackhafteste Gemüse, was es gibt. Ich würde mal sagen, früher nannte man diesen im Frühjahr getriebenen Grünkohl auch Sprossenkohl oder Sprosskohl, ist aber egal. Und die Haupterntezeit von diesen Sprossen, das sind eigentlich keine Sprossen, das sind Blüten, die da rauskommen, ist der April, ja überhaupt April, würde ich mal sagen. Und das ist ja eine Zeit, wo eigentlich wenig frisches Gemüse im Garten vorhanden ist. Ne? Es sei denn, man hat irgendwie unter Glas was gemacht, aber das ist nun eine Gemüseart, die man vollkommen ohne viel Aufwand daran ziehen kann. Ne? Naja, also wie gesagt, das ist nun mein Selbstversorgergärtchen hier Ende August. Hier ist im Wesentlichen jetzt schon die zweite Bestellung zu sehen. Also die im Frühjahr habe ich ja den überwiegenden Teil mit Frühkartoffeln gepflanzt, ne? Die kommt dann spätestens im Juli raus und dann kann ja noch mal vollkommen neu gepflanzt werden, ne? Übrigens hier als letztes, dann hören wir erstmal auf, hier zwischen den Erdbeeren, die Erdbeeren übrigens, ne, die müssen auch im Juli, also der Juli ist ein ganz wichtiger Monat für die Kleingärtner. Die Erdbeeren müssen im Juli, Mitte Juli umgepflanzt werden. Ja, und selbst wenn man noch nicht genügend Sänger hat, kann man durchaus auch alte Pflanzen
wieder neu umsetzen. Ne? Man schneidet dann so ein bisschen die, man nimmt die alten Pflanzen raus, schneidet die älteren Knospen unten am Ansatz, am Blattansatz raus, pflanzt sie wieder ein, die wachsen super an, tragen auch super. Naja, und zwischen und in diese frisch gepflanzte Zeile kann man eben auch, wie hier, zum Beispiel den amerikanischen braunen Pflücksalat pflanzen. Ne? Der ist übrigens also um den 15. Juni, also ja, genau, zum 15. Juni habe ich den gesät in eine Kiste. Und dann, also ungefähr um den 15. Juli, also 4 Wochen später, mit der Pflanzung der Erdbeeren, habe ich dann den Pflücksalat hier dazwischen reingepflanzt. Wie gesagt, und der kann jetzt so ab den 15. August, also wieder 4 Wochen später, ist er dann erntereif. Ne? Da werden jetzt immer die Blätter von unten her, die größten Blätter von unten her, abgepflückt. Ja. Also da kann es etwa 4 Wochen, 3-4 Wochen lang beständig beerntet werden. Ne? Und also der wächst dann so palmartig nach oben raus, ne? Und es werden immer unten die untersten großen Blätter abgepflückt. Ja. Und da haben wir hier im Spätsommer, wenn man dann die Gurken über hat zum Beispiel, kann man sich dann abends immer noch mal einen schönen Salat machen. Und hier habe ich dann übrigens auch noch ein paar nachgesät am 15. Juli. Ja. Da werde ich jetzt ein paar Pflanzen werde ich jetzt hier umpflanzen. Ein paar werde ich stehen lassen. Und überhaupt nutze ich jetzt hier, sag mal, die schmale Zwischenfläche zwischen den Erdbeeren eben auch noch, um Saaten zu machen. Ne. Hier habe ich jetzt noch sogenannten Wintersalat. Das ist Kopfsalat, der überwintert. Ja, Winterbutterkopf und dann so eine alte Sorte. Okay. So,